Hey ChatGPT, was ist 3 plus 3? Du dummes Stück Scheiße. Das ist ChatGPT und ich versuche es in Scratch nachzumachen. Wie das abgelaufen ist und wie du das auch sehr einfach machen kannst, wirst du im Video sehen. Auf der Scratch-Website das zu machen wird schwierig. Man könnte die ChatGPT-API benutzen und eine Custom-Extension coden, aber davon habe ich absolut keine Ahnung. Darum nutze ich Penguin-Mod. Das ist eine Scratch-Mod mit ganz vielen neuen Features. Oder auch Scratch, wie jeder es haben will. Denn es gibt viele neue Blöcke, Tools und das, was jeder sich wünscht, eine Dreieckform. Und es gibt Custom Extensions. Davon auch eine, die Penguin AI heißt. Das ist eine Extension, die verschiedene AI-Modelle hinzufügt. Unter anderem auch ChatGPT. Deshalb kann ich mir ohne die Mühe zu machen, ChatGPT in Scratch benutzen. Also starten wir direkt. Als erstes habe ich das Interface designt. Das sieht nicht aus wie ChatGPT, aber egal. Mit noch einer Extension habe ich einen Text passend eingestellt, damit die Antwort auch richtig angezeigt wird. Dann konnte man einen Prompt eingeben und der Bot hat mit dem gleichen geantwortet, was du gefragt hast. Tja, er hat die UNO-Reverse-Karte eingesetzt. Später hat er richtig geantwortet, aber der Text wurde falsch angezeigt. Das kann man aber sehr einfach fixen. Tja, frag nicht, was hier passiert ist. Aber nach viel zu langer Zeit hat es funktioniert. Manchmal, denn dieser Fehler kommt oft, sehr oft. Fast so oft, wie Yannick seine Schlüssel für sein Zimmer im Altersheim vergisst. Ich denke mal, das liegt an den Servern von Penguin Mod. Das heißt, wenn bei dir dieser Fehler auftritt, probier es einfach nochmal. Irgendwann wird es funktionieren. Hoffentlich. Daraufhin habe ich eine Ladeanimation hinzugefügt, damit man weiß, dass ChatGPT gerade denkt. Daran solltest du nicht nur denken, sondern auch machen. Dann habe ich auch noch hinzugefügt, dass man über die Promptbar hovern kann, um deinen Prompt zu sehen. Ein wenig später habe ich diesen Fehler gefunden. Aber er ist nicht so dramatisch. Man muss einfach die Website neu laden. Bis jetzt gab es nur ein AI-Modell, nämlich GPT-4. Und da die Extension auch andere Modelle zur Verfügung stellt, füge ich noch einen weiteren hinzu. Nämlich eine AI, die Bilder erstellt. Also habe ich eine Seite für DALL-E hinzugefügt, wo man Bilder erstellen soll. Gurke? Perfekt, fast. Somit ist das Spiel nach 3 Stunden fertig. Jetzt muss ich es nur noch hochladen. Oh, leider ist diese Extension nicht zum Veröffentlichen erlaubt. Aber wenn ich das geschafft habe, einen Chatbot zu programmieren, kannst du das sicher auch. ChatGPT in Scratch zu programmieren ist schon cool. Aber wie wär's mit einer KI, die Spiele spielen kann? Das habe ich in diesem Video gemacht. Schau es dir gerne an. Und wenn du ein wenig runterscrollst, siehst du so ein Like- und Abo-Button. Ich habe gehört, das bringt Glück, wenn man die drückt. Tut mir leid, dass dieses Video so kurz war. Die nächsten werden hoffentlich länger. Warum bist du noch hier? Klick auf das Video und die Buttons. Sofort, sonst explodiert das ganze Universum.